Herzlich willkommen zu einem weiteren Video OMSI 2 im Add-on Busbetriebssimulator. Wie ich im letzten Video gesagt habe, werden wir heute in OMSI 2 mit dem Busbetriebssimulator spielen, also mehr oder weniger fahren. Und dafür müssen wir als erstes aufstehen. Dann, natürlich wie manche im Livestream gesehen haben, müssen wir erstmal hier hin. Dann gehen wir uns den Schichtplan auswählen und dann fahren wir. Wir gehen auf Schichtplan, spontane Tour. Wir fahren auf der Map Gladbeck. Wir fahren die Linie, wenn ich sie finde. Wir fahren, meine gute Busters. Oh, wie heißt die Linie? Nein. Hä? Das war doch hier. Irgendwo. Wir haben jetzt 15.59 Uhr. Ich suche meine Linie, die ich eigentlich fahren wollte, die ich aber jetzt irgendwie nicht finde. Nee, das war das nicht. Jetzt gucke ich erstmal. Hier fängt der grüne Bereich an. Nein. Da! Die Linie 189 fahren wir. Die dauert zwar nur 7 Minuten, die Fahrt, aber die Linie von Oberhof nach Stadion bin ich noch nie gefahren, deswegen werde ich das mal machen. Wir gehen auf Schicht verbindlich übernehmen und weiter zum Betriebshof. Und dann fahren wir mit dem Bus O500. Ich weiß gar nicht, wo der steht. Jetzt gehe ich mal eben am Computer. Wir fahren, geh weg, mit dem Bus da. O530, Zweitürer manuell, OM457 HLA, Euro 2 ZF, mit dem SWK Krefeld Repaint, sowie dem Kennzeichen. Natürlich. Der steht auf 1, auf Haupthof 1, RMV Haupthof, bei RMV Haupthof 1, an 10, bei Nummer 10. Moment mal. Ja, das ist gut, cool gemacht. Das wäre. Das sehe ich selber jetzt erst. Ich habe jetzt gerade das Licht wieder an. Okay, 10 ist da. Das hier ist 10. Okay. Dann nehmen wir den Bus. Keine Schäden. Wartung. Keilriemenwechsel durchführen. Ist auch noch alles gut. Hauptuntersuchung durchführen lassen. Letzte Hauptuntersuchung war am 30.06.2017 um 19.70 Uhr und am nächstes Mal, die nächste Hauptuntersuchung müssen wir am 28.09.2017 machen, um 19 Uhr, auch wieder um 19.19 Uhr. Egal. Wir fahren jetzt mit dem Bus, 20 Repaint, SWK Krefeld sieht anders aus, kann ich dir gleich nochmal zeigen. Und zwar drücken wir jetzt auf mit diesem Bus fahren. Eigentlich haben wir das alles schon im Livestream gesehen, die dabei waren oder die es nachträglich geguckt haben. Hier, 7 Minuten fahren war, vier Haltestellen sind das nur. Von Oberhof nach Stadion, okay. Erweiterte brauchen wir nicht, das ist dann nur Hofdatei auswählen, das ist aber die richtige Hofdatei hier. Dann gehen wir auf Weiter. Dann guckt er jetzt auf, ja, ob es Fehler auf Gladbeck gibt. OMSI 2 wird jetzt gestartet. Das Starten von OMSI kann ja bis zu 90 Sekunden dauern, was wir auch schon hatten. Okay, es gibt keine fehlenden Objekte in Gladbeck und das Laden hier alles, das erspare ich euch und dann sehen wir uns gleich. Nach einer etwas langen Ladezeit hat sich das Spiel dann doch entschieden zu starten und wir wählen dann mal die Linie 188. Die Linie 188 bis 189, Umlauf Montag bis Freitag 2, Startuhrzeit ist 16.12 Uhr hier und dann drücken wir auf OK. Ja, dass wir den einen Bus ablösen, ist klar. Wir stehen hier mit unserem O530 Euro 2 ZF mit dem SWK Repaint. Irgendwie hat er da falsche Kennzeichen. Gut, die Minimap lädt auch wieder 5 Tage. Okay. OMSI spinnt rum. So. Jetzt hat er sich schon entschieden reinzugehen.
Wir rüsten den Bus auf. Linie Kurs ist 189.00 und Route ist 1. Suche nach Haltestelle. Wir können mal den Motor anschmeißen. Nach Einsatzwagen Stadion. Dann machen wir den Gang rein. Bremse raus und dann fahren wir mal zur Starthaltestelle. Ist aber ganz schön viel los hier rechts. Da. So. Müssen wir auf grün warten. 2 Minuten haben wir Abfahrt. Er macht auch Pause, die SP36. Okay. Boah. Was hat denn? Stellen wir die Zeit vor auf 1 Minute. 11 nach. Ah ja. Lass mich fahren. Boah, das Spiel spackt aber rum, wie man sieht. Boah, ey, dann. Oh Gott, hier ist ja unnormal viel los. Hätte ich mal einen Gelenkbus genommen. Guten Tag. Geh ich mal. Hallo. Einstellungen. Stelle hier mal eben alles auf ruckelfrei. Dann auf erweitert. Kollisionen müssen ja an sein. Grafik. Schauen wir auch alles hoch. Auf 60. Mindestens 2 Nachbarkacheln. Das kann so bleiben. Stellen wir hier runter. Geräusche. Machen wir auch. Alles. Umgebungsverkehr. Hoch damit. Ich schaue einfach mal. Geparkte Autos müssen wir mal ein bisschen mehr machen. Das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Boah, der. Oh. Oh oh. Hallo. Der spackt ja noch mehr rum. Guten Tag. Ich stelle jetzt mal. Kann ich nicht. Wenn ich jetzt reingehe. Ich habe so Angst, dass der rumspringt, ne? Passen eh nur 54 rein. Also müsst ihr alle auf den nächsten warten. Eins weiß ich schon mal, dass ich Verspätung bekomme. Unterwegs und wollte fragen, ob Sie so eine Tageskarte haben. 6:30. Das ist eine Tageskarte. Herzlichen Dank. Nein, nee, so, doch richtig. Guten Tag. Eine Fahrkarte. Herzlichen Dank. Bitte. Hallo. Ich hätte gerne einmal Schüler. Eine Schüler. Hallo Busfahrer. Hallöchen. Guten Tag. Guten Tag. Moin Moin. Ich frage gerade, wie den ganzen Tag geht. Preisstufe A hier und jetzt bitte. Ja, Manni, kriegst du.
Moin, moin. Ja, ich bin hier. Hallo, Busfahrer. Einfach. Ganz einfach. So. Cool. Okay, wir haben schon eine Minute Verspätung. Einen normalen Fahrschein bitte. Kriegst du. Dankeschön. Ja, bitteschön. Ey, die passen gerade noch rein, die sind genau 54 drin. Wunder, oh Wunder. Entschuldigt mich bitte für dieses Ruckeln, das liegt wohl daran, dass hier so viele Leute sind. Weil das normalerweise nicht ist. Und die Spiegel sind irgendwie nicht aktiviert, so wie das aussieht. Kann man das mit den Spiegeln machen? Ah, da. So. Jetzt wollen die alle wieder raus. Ne? Aber nicht alle. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Steht da immer noch. Boah, ey, wird Zeit, dass ich hier aus der Gegend wegkomme. Oh, der ruckelt. Jetzt haben wir Ruckel, das war wieder irgendwo klar. Okay, rot, kann man nichts machen, außer auf die Ampel gucken und warten, bis es grün wird und hoffen, dass hier etwas weniger wird, denn wir sind doch ein bisschen wegen Überfüllung geschlossen, aber nur ein bisschen. Man sieht es schon, wenn ihr FPS seht, dann oben links gucken, hier steht dann 14 FPS jetzt. Jetzt sind 12, jetzt sind wieder. Er wechselt sich ab zwischen ja, doch, jetzt einigermaßen, jetzt, okay, zwischen 10 bis 15 immer, zwischen 10 und 15, so. FPS. Jetzt müssen wir hier warten, ey, bis grün ist, habe ich gerade schon mal gesagt. Bitte werde jetzt grün. Jetzt immer dabei sein und grün werden. Hallo, werd jetzt grün. Jetzt grün werden. Wenn man schon 2 Minuten Verspätung hat, braucht man nicht die Ampel provozieren. Geht doch. So, erstmal rote Leiste oben anmachen. Das Spiel. Das spielt in. Oh, es kann aber auch dran liegen, dass ich Dings hier habe. Ne? Wie heißt das hier? Aufnehmen. Dann werden wir es ja deswegen noch meckern. 10 FPS. Guten Tag. Das kann doch nicht sein. Der geht gleich so in die Luft, der Bus. Schönen guten Tag. Ich meine, ich habe ja schon eine gute Grafikkarte. Und ich steige langsam mal aus. Guten Tag. Moin, moin. Rechts. Da steht der Juni.
Heute ist rote Welle. Was soll das da hinten? Ich dachte schon. Mal sehen, wie es ist, wenn wir am Stadion sind, ob das dann immer noch so rummeckert oder nicht. Lach nicht da hinten, das hab ich gehört. Wenn ich jetzt genauso hin, also wenn ich jetzt genau hinhöre, hört sich das so ein bisschen an, als wenn die Englisch reden würden. Ah! Ah, ey. Gut. Mindestens haben wir jetzt 4 Minuten Verspätung. Schlimmer kann es echt nicht mehr werden. Ich glaube, sowas sollte man nie sagen. Sonst wird es sogar, glaube ich, schlimmer. So ein Gefühl habe ich auch irgendwie gerade. Meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt steigt die hässlichste Stewards der Welt ein. Hasewinkelstraße, okay. Sehen wir hier, das ist das erste Mal Oberhof. Dann kommt. Dann kam Marktplatz, Joggiplatz, Hasewinkelstraße, ja. Das ist die vor, guck mal, das ist schon die vorletzte Haltestelle. Das ist wirklich eine unnormale kurze Linie. Aber ist ja eigentlich nur Einsatzwagen, okay, aber trotzdem, ne? Ja, das soll uns nicht stören. Wenn da aufhört zu laden, ne? Dann weiß ich nicht, was heute noch passiert. Ich müsste da einmal. Okay, die hört nicht auf. So, und dann fahren wir weiter zur letzten Haltestelle. Dürfte ich mal bitte rausfahren? Lustig. Wir müssen jetzt warten, bis die Ampel grün wird. Das nur, weil ich nicht durchgekommen bin. Unverschämtheit hier. Sehr geehrte Fahrgäste, unsere nächste Station ist. Irgendwas mit Stadion. Und unsere Karte ist mal draußen. Meine Karte. Unsere nächste Station ist einfach nur Stadion. Wir bitten Sie auszusteigen, denn dieser Bus endet hier. Und die Ampel. Ah, jetzt. Jetzt ist die Ampel grün.
Ach, da wären wir schon. Irgendwie ein bisschen langsam angefahren, aber egal. Da steigen sie alle aus. Wir machen die Türen zu. Gehen auf Menü. Auf. Der will nicht. Immer noch nicht. Egal. So, wir gehen auf Menü, auf Fahrt abschließen. Haltestellen 4. Ja, war klar. Alle zu spät. Ja, okay. Wundert mich nicht. Pünktlichkeit 100%. Okay. Mich wundert gar nichts. Die die kürzeste Strecke, die ich jemals gefahren bin. Aber wir haben gut eingenommen. Und Fahrgastzufriedenheit ist bei 72%, dann ist ja eigentlich ganz okay. Drücken auf Weiter. Und insgesamt sind wir 345 von 400, also 86%, eine 1 immer. Eine 1 entfahren. Ist immer was Gutes. Gewinn 182 Euro, okay, bei so einer Strecke wundert es mich nicht. Und dann hoffe ich, euch hat das so etwas gefallen jetzt, wie ich das erstmal so mit dem Busbetriebssimulator gefahren bin und so. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Kommt in den Betrieb rein, das wäre sehr gut. RMV GmbH, wie ihr am Anfang gesehen habt. Kommt in den Betrieb rein, wäre sehr gut. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ciao.